Ruhestand. Florian sind bereisend. Aktuell betreut ihn Beatrice Egli im Spital. Willkommen auf dem Kanal mit freundlicher Genehmigung von Prominenten. Wir laden Sie ein, die neuesten Nachrichten des Tages zu hören. In der deutschen Unterhaltungswelt werden Nachrichten über Florian Zimbereisen und Beatrice Egli immer mit besonderer Aufmerksamkeit aufgenommen. Und neuerdings sorgt die Nachricht vom Abgang von Florian Zimbereisen für Verwirrung und Herzschmerz in seiner Fangemeinde. Aktuellen Informationen zufolge hat sich Florian Zimbereisen entschieden, in den Ruhestand zu gehen, um sich auf seine Lungenkrebsbehandlung zu konzentrieren. Am 1. Oktobertag veröffentlichte Florian Zimbereisen eine Ankündigung auf seiner persönlichen sozialen Networking-Site, in der er bestätigte, dass er in den Ruhestand gehen und sich vorübergehend von der Bühne und der Leinwand zurückziehen werde. Das bedeutet, dass er lange Zeit nicht mehr in Musik- und Fernsehsendungen auftreten wird. Laut Florian Zimbereisen würde diese Entscheidung getroffen, nachdem er Lungenkrebs entdeckt hatte und sich in Behandlung befand. In seiner Ankündigung bedankte sich Florian Zimbereisen bei den Fans und dem Produktionsteam der Sendungen, an denen er in der vergangenen Zeit mitgewirkt hat. Er drückte auch seinem Bedauern darüber aus, das Publikum und die Arbeit, die er liebt, verlassen zu müssen. Er sagte, Heilung sei seine erste Priorität und er werde sich in naher Zukunft darauf konzentrieren. Laut später veröffentlichten Quellen begleitet und betreut Beatrice Egli Florian Zimbereisen im Krankenhaus. Das Paar drückt seit langem seine Liebe zueinander aus und viele Fans haben gehofft, dass sie ein glückliches gemeinsames Leben führen werden. Derzeit werden Informationen über den Gesundheitszustand von Florian Zimbereisen und Beatrice Egli geheim gehalten und die Fangemeinde ist sehr besorgt um die Gesundheit der beiden. Die Entscheidung von Florian Zimbereisen, sich zurückzuziehen, hat viele Zuschauer, die ihn liebten, berührt und traurig gemacht. Es gibt auch viele Menschen, die diese Entscheidung von Florian unterstützen und sagen, dass er sich Zeit nehmen muss, um sich auszuruhen und sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren. Zuvor hatten Informationen über den Lungenkrebs von Beatrice Egli sowohl Florian als auch das Publikum in größter Sorge versetzt. Mit der Fürsorge und Hingabe des Mannes, den sie liebt, erholt sich Beatrice Egli langsam von schwierigen Behandlungen. Ebenfalls in dieser Zeit betreute Beatrice Egli Florian Zimbereisen im Spital, als er bei einem Verkehrsunfall verletzt wurde. Beatrice Liebe und Fürsorge halfen Florian, die schwierigsten Zeiten zu überstehen. Und jetzt erholt er sich langsam und kehrt zu einem normalen Leben zurück. Im Laufe ihrer Karriere hat Florian Zimbereisen die deutsche Musik- und Fernsehbranche stark geprägt. Mit vielen erfolgreichen Musik- und Unterhaltungsprogrammen ist er zu einer der bekanntesten und beliebtesten Figuren der deutschen Unterhaltungswelt geworden.